Stefan, ich habe gerade gelernt, du hast noch einen zweiten Vornamen, den verschweigen wir jetzt mal. Becker Schmitz. Wir sind hier in deinem Kaninchenbau. Ja, im Rabbit Hole. Genau, und zwar in Bottrop im Jungen Museum. Erzähl uns mal ein bisschen von deinen Eindrücken. Wir hatten gerade die Eröffnung erlebt. Wie hat es dir gefallen? Ja, also Axel Scherer von der Ludwig-Stiftung hat das gerade eigentlich ganz gut gemacht, weil ich will ja eigentlich gar nicht so viel verraten über das über den Kaninchenbau, über das Rabbit Hole. Man kann sagen, es gibt viele Projekte und drei Schwerpunkte setze ich hier. Einerseits Hold the Line, was ich mit dem Pascal Bruns zusammen gemacht habe. Zum anderen meine Malerei selbst, die sicherlich auch einen musealen Charakter vornherein hat. Und dann noch der Tausch, wo ich Bilder gegen mehr oder weniger Wertgegenstände getauscht habe, die ich dann in einen musealen Kontext gestellt habe, in dem ich die dementsprechend präsentiert habe und die Gegenstände, zum Beispiel ein Fahrrad mit dem Titel Pyros benannt habe. Ja, und so kann man hier durch meinen Hasenbau kriechen, gehen, so wie ich das vielleicht auch getan habe. Und ja, man kann viel lernen über mich, aber nicht alles erfahren. Ja, das haben wir gerade auch schon von deinem, ich sag mal, Laudator gehört, der sagt, du wärst eine sehr geheimnisvolle Person. Also sprich, du würdest auch gerne Antworten geben, aber die müssten noch lange nicht das beinhalten, was der Fragende eigentlich erwartet. Ja, oft muss Kunst ja Sinn machen und mich muss Kunst vor allem sprachlos machen. Und gut ist für mich vor allem das, was ich selbst nicht in Worte fassen kann. Und wie soll ich das erklären? Das ist eigentlich eine perfekte Antwort, die eigentlich der Fragestellung sehr entgegenkommt. Zurück zu Hold the Line. Ja. Das ist ja ein Thema, das schon die Akzente verfolgt hat, mit dem du, ich sag mal, verschiedenste Orte in Duisburg unsicher gemacht hast. Und des Rätsels Lösung findet man jetzt auch im Internet. Man findet vielleicht sogar auch teilweise noch Spuren, aber eigentlich sonst nichts mehr. Wohl eher Spuren. Wir haben das ja im öffentlichen Raum oder an verlassenen Plätzen gemacht. Pascal Bruns hat das dokumentiert. Auf dem Blog Zieleine, im Internet einfach mal googeln, kann man das ja alles finden. Ja, was ist übrig geblieben? Also vor allem ist bei mir ein ziemlich gutes Gefühl übrig geblieben. Auf die Art konnte ich das Ruhrgebiet für mich ganz neu entdecken. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe mich sehr gefreut über die Unterstützung von den Duisburger Akzenten. Ich habe mich, ich habe gelernt, mich noch stärker mit meiner Umgebung zu beschäftigen und auch zu identifizieren. Also ich freue mich. Jetzt sind wir hier mitten im Bottrop, also auch mitten im Ruhrgebiet, an einer ganz fantastischen Location, wie ich finde. Und jetzt sind hier wahnsinnig viele Leute gekommen. Hattest du damit gerechnet, dass es so voll wird heute? Boah, man kann das ja nie absehen, ne? Ich weiß ja nicht, warum. Viele kennt man, mit vielen ist man bekannt und noch viel mehr Leute kenne ich überhaupt nicht. Also ich bin sehr überrascht und ich freue mich. Und wenn das so weitergeht und die Leute Spaß daran haben, habe ich natürlich auch das Gefühl, dass ich was richtig mache. Wie lange kann man die Ausstellung jetzt hier sehen? Die geht bis zum 9. Juni. Das heißt also für jeden genügend Gelegenheit, diese Kaninchenhöhle, dieses Hasenloch zu erkunden. Richtig, richtig, genau. Jetzt müssen wir aber einen Bogen schlagen. Es geht weiter und zwar habe ich gehört, ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel verrate, in Duisburg im Turm des Lehmburg-Museums im Innenhafen. Genau, ja, das wird dann auch nochmal speziell. Auch hier wird Hold the Line sicherlich eine Rolle spielen, eine ganz andere, neue Rolle. Ein Frankfurter Künstler mit dem Namen Ilgin Artem Choi wird auch im Turm sein. Wir werden den Kraftraum gestalten und uns mit Linien messen und wir werden die Brennstoffzelle bauen. Die Brennstoffzelle hat sicherlich schon der ein oder andere von gehört. Für die, die es noch nicht kennen, ist es ein hermetischer Raum, den wir mit Post-its abkleben. Das erste Mal haben wir das 2010 gemacht. Natürlich auch auf diesen Post-it-War-Hype sind wir mitgeschwommen und haben da unheimlich viel Spaß dran gehabt. Aber, und das ist das Entscheidende, es ist ein für sich stehendes Kunstwerk, bei dem der Raum selbst zum Kunstwerk wird und der Zettel und der Raum als bildgebendes Verfahren genutzt werden.
Also jetzt können wir von Glück reden, dass die Drohung gestern nur eine Drohung war und der Turm nicht weggeflogen ist. Ja, da bin ich dem Frank sehr dankbar. Das hat er gut gemacht und ich freue mich auch schon auf die Zusammenarbeit mit dem Lehnburg-Museum. Man hört ja eigentlich nur Gutes. Also ich denke, uns erwartet noch viel Spannendes und jetzt will ich dich nicht länger von deinen Gästen weghalten. Dankeschön. Bitte.